Die Kategoriemieten steigen im Juli erneut um satte 5%. Das ist bereits die vierte Erhöhung innerhalb von 15 Monaten. Wie geht es eigentlich den Wienern damit? Wir haben uns umgehört. Mich so, dass jetzt im Juli die Mietpreise schon wieder um 5% steigen sollen. Was sagen Sie da dazu? Was kann man dagegen tun? Also bitte, ja. Wir werden das so teilen, das ist alles. Nicht gut, weil die Mieten werden immer höher und die Preise werden alles höher und das Leben ist an und für sich teuer. So, ich zahle nicht so viel sowieso. Ich habe eine Gemeindewohnung und dann es geht. Und die Leute würden sich halt zum Beispiel nachhaltigere Lösungen wünschen, wie zum Beispiel eine Mietpreisbremse. Ja, das wäre. Weil ich bin in einer Gemeinde und ich habe eine 60 Quadratmeter Wohnung und jetzt wird 600 Euro. Naja, die haben keine eigene Wohnung, die bezahlt Miete und so weiter. Die Miete ist jetzt immer höher, ja. Die Betriebskosten sind höher, aber nicht so viel, ja. Das kann man korrigieren, ja. Aber die Miete und die Strom, Gas, Strom und so weiter, das ist zu hoch und die Lebensmittel ist zu hoch. Dass die Mieten mit den Mieten runtergehen einmal und auch bei den Lebensmitteln. Weil die Lebensmittel, jedes Mal, wenn man einkaufen geht, ist immer ein Stück teurer. Man kauft es einen Tag vorher, nächsten Tag geht man rein, ist alles teuer. Sehr vielen Leuten geht es ja sehr schlecht damit. Sie haben recht. Es muss etwas gemacht werden, aber die Regierung ist tatenlos. Schau, hier kriegt man sehr viel Unterstützung, das muss man schon sagen. Aber für die Politik, ich weiß wirklich nicht. So, wie können sie dann uns noch helfen? Weil wir kriegen viel, schon sehr viel. Ich meine, für mich ist es schon, hilft schon. Wissen Sie warum? Normalerweise, früher ist bezahlt bei Russland, das ist ein EU-Fehler. Total schwere EU-Fehler. Warum? Früher die immer auf die kleinen Leute treffen, nichts auf die Minister oder was sie 30 Euro oder 25 oder 20 stecken in seine Tasche und dann schön leben, weiter Luxus. Aber wegen dem Krieg ist EU ist ein großer Fehler. Warum ist ein großer Fehler? Früher bezahlt dreifach oder vierfach oder fünffach weniger Strom und Gas. Es ist der Strom teurer geworden, es ist das Gas teurer geworden und die Leute, wie sollen das, die Pensionen sind nicht bei jedem so groß. Also ich sage, ich habe 3.000 Euro, ich kann mir das leisten. Und auch das, wer geht denn heute noch essen? Das ist das Nächste. Also Urlaub oder so geht sich schon Urlaub, aus? Urlaub, ja. Nur Ende des Jahres jetzt, vielleicht mit dem Urlaubs, Weihnachtsgeld, so wie er heißt. Nicht? Aber bitte. Okay. Diese Frage nicht. Passt, okay? Egal welche Frage, aber mich nicht. Das schaut so blöd. Ich kann das nicht. Was meinen Sie? Sie können das ja super. Ich kann das nicht reden. So Deutsch oder so. Also überhaupt nicht. Das ist perfekt. Aber wollen Sie uns vielleicht nur noch sagen, ob Sie sich eventuell was von der Politik wünschen würden, dass sich was ändert, dass es da mehr Unterstützung gibt? Ja, teilweise. Urlaub zum Beispiel jetzt, weil der Urlaub ist so teuer, wenn man halt wohin fährt. Das geht nicht, weil man hat eine Pension, also... Und die muss man ja auch wieder einteilen. Also bleibt nichts über. Nein, jetzt ist es sehr schwierig. Total schwierig. Nur wegen dem Krieg, nichts wegen der Corona. Und die Corona ist eine Kleinigkeit. Aber wegen dem Krieg ist es eine Katastrophe.